Wir sind heute mit Ihnen auf dem Hof der Familie Meier im Münsterland. Das ist ein Pferdehof. Wir züchten Dressurpferde auf hannoverscher Blutlinienbasis und haben noch eine anhängende Rinderzucht mit japanischen Rindern. Wir haben uns in den letzten 2 Jahren um die Mistverwertung gekümmert und sind über die Mistverbrennung, die wir dann verworfen haben, auf Native Power gestoßen, weil es ein sehr einfaches Konzept war, weil man auch in der Einführung, in der Investitionsphase von Heiner Kuhls und Hans Stöckel in Österreich begleitet wird. Das Konzept ist an sich einfach. Wir häckseln den Mist, haben über die Berater einen Misthäcksler gekauft, kompostieren und wollen es nachher als Dünger verwenden. Also ein rundes Konzept, einfach und es funktioniert sehr gut. Unser Ablauf heute ist, dass wir vormittags die Boxen ausmisten. Wir haben Wechselstreu, das heißt, wir nehmen das feuchte, nasse, dunkelbraune den Mist heraus, schmeißen ihn in die Mistkiste und werfen ihn über unsere heutigen Mistplatte ab. Dann wird er in irgendeiner Form abgeholt und wir haben nichts mehr damit zu tun. In der Zukunft werden wir natürlich den Stall gleich ausmisten, werden dann anschließend die Mistkiste über dem Häcksler leeren und der Häcksler beginnt dann seinen Arbeitsvorgang und häckselt, aber nicht, dass er die Strohhalme noch mal kleiner schneidet, sondern das Prinzip des Häckslers ist, den Apfel zu zerstören. Dann wird er ausgeblasen, blasen auf einen Haufen und der kompostiert dann einige Monate vor sich hin, kann man sagen. Nach dem gesamten Ablauf können wir dann nach Monaten unseren eigenproduzierten Dünger, sprich den kompostierten Pferdemist, auf den Wiesen ausstreuen. Im Zuge dieses Gesamtprojektes haben wir auch gelernt, dass durch diese einfache Mistverwertung über Häckseln, Kompostieren, eventuell noch Verbindung mit dem Wärmetauscher zur Wärmegewinnung, dass wir mit dem Dünger auch eine Verbesserung der Bodenverhältnisse bekommen. Alle sprechen von Humusbildung, um die Feuchtigkeit im Boden zu verbessern. Das ist uns ein bisschen verloren gegangen mit den traditionellen Düngern, die jeder eingesetzt hat. Und das haben wir schon in diesem Jahr gemerkt und werden das sicherlich noch mehr verbessern im Laufe der nächsten Jahre, indem wir kontinuierlich unseren eigenen Mist als Dünger über den Kompostierungsweg auf unseren Wiesen einsetzen. Auf Native Power sind wir auf einem Seminar gestoßen in Richtung Weideverbesserung und Mistverwertung. Exakt vor einem Jahr, also wir haben hier ein sehr kurzfristiges Projekt umgesetzt. Und eins der wesentlichen Punkte war auch, Gewissheit zu bekommen, dass über diesen Weg die Parasiten abgestorben sind. Und das passiert an sich automatisch durch die Wärmeentwicklung oder man muss besser sagen Hitzeentwicklung in dem Komposthaufen. Die sterben einfach ab. Und auf einem Seminar hat ein versierter Wissenschaftler dieses im Detail vorgetragen. Und Sie können gerne jederzeit auch über Native Power den Vortrag bekommen.